So, und hier sind wir draußen in der schönen frischen Natur. Ach, du bist auch schon da. So, was unseren Zuschauern was sagen? Ich jetzt schon. Ja. Ja, auf jeden Fall, er ist sehr motiviert. Let's go! Da, da. Ja. Ich kann das aber noch rausschneiden. Jetzt komm. Ach so, den ganzen Weg willst du aufnehmen. Wie, du willst ja den ganzen Weg Musik hören? Nee, ich will nur so tun, dass er nicht. Ja, Leute, ihr könnt euch auf jeden Fall bei Jürgen bedanken, dass ich jetzt erstmal einen Cut machen muss, weil er will unbedingt Musik hören. Wir werden uns auf jeden Fall gleich. Das mache ich immer so. Ja, 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 ist ja gut. Auf jeden Fall, wir werden uns gleich wieder am Ort sehen, wo wir dann chillen werden. Also bis gleich. So, Leute. Ach, Mann. Macht mein Handy einfach hier, was es will. So. Wir sind jetzt gleich am besagten Ort angekommen. Ich sag jetzt einfach mal den Ort Kletterspinne. So nennen wir es halt. Da. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber da hinten da. So ein Spielplatz. Da werden wir auf jeden Fall abhängen. Und der Jürgen ist jetzt gerade nicht da, weil er nimmt jetzt gerade einen Umweg. Also halt. Ja, halt einen Umweg, weil da vorne, oh mein Gott, wer sind das? Ah, alles klar, Digga. Ja, auf jeden Fall, weil da vorne, da ist halt so ein Tor, ja doch, ein Tor halt, und da kommt er halt mit seinem Fahrrad nicht so gut durch, deswegen hat er auf jeden Fall einen Umweg genommen. Und ich glaube, ich muss kurz pausieren, weil da laufen ja zwei Personen lang, und wenn ich mit meinem Handy einfach rede, das hört sich komplett weird an. Ach, Mann. Genau hier. Da sieht man gleich das Tor. Oh, da ist er sogar schon. Er wird ja nicht gefilmt werden, deswegen kann ich jetzt nicht so weit nach vorne zeigen. Oder nach vorne filmen, eher gesagt. Ein bisschen, ja, irgendwie so. Wenn wir da ist halt ein Tor und da kam der, beziehungsweise kommt er mit seinem Fahrrad halt nicht so leicht durch. Deswegen hat er einen Weg genommen und ich nehme halt hier den Standardweg. Ach, nö, ist heute wieder Musik. Ja, Leute, ich muss mal wieder kann alles hören. Also, Jörn ist schuld. Gebt ihm die Schuld. Schreibt in den Kommentaren Hashtag Jörn ist schuld. Und ja, wir werden uns gleich wiedersehen. Tschüssi! So, Leute, wir sind jetzt eigentlich angekommen. Sorry nochmal für die ganzen Schnitte. Ich hoffe, ihr könnt uns da verzeihen. Auf jeden Fall hier, wir sind jetzt an der Kletterspinne. Gut, die Kletterspinne ist jetzt ein bisschen weiter hier hinten, aber das gehört ja auch noch. Also, diese Gegend hier gehört ja auch noch zu der Kletterspinne sozusagen. Deswegen sind wir sozusagen ja immer noch an der Kletterspinne. Ja, Jürgen ist mal wieder weg, wie immer, irgendwie, keine Ahnung warum. Und ja, jetzt warten wir erstmal auf ihn. Na gut, ich kann auch sagen, warum er jetzt gerade nicht da ist, weil ein Motorradfahrer ist auf dem Fußweg gefahren und Jürgen hat dann halt die Person halt angeschrien, dass die Person da halt nichts zu suchen hat, weil Motorradfahrern hören, wenn dann auf der Straße und halt nicht auf dem Fußweg, ist ja irgendwie auch verständlich, ist ja klar und so weiter und so fort. Unsere Zuschauern sagen, was du jetzt genau hier gesagt hast. Ich hab gar nichts gesagt, ich habe einfach gesagt, das ist ein Fußweg und keine Straße. War wieder eine spannende Geschichte von den guten Jürgen. Ach man, immer mehr davon. Kannst du ja machen. Ach ja, du kannst jetzt noch mal ein bisschen, also nur wenn du auch willst, ein bisschen über unser Discord noch mal ein bisschen labern. Was sollst du ja labern? Auch wenn du schon ein Video darüber gemacht hast. Ja, was soll ich labern? Ja, oder? Keine Ahnung, wie ich gerade darauf gekommen bin. Ach Mensch. Lest euch einfach die Regeln durch. Genau. Meisterschaft. Ja, wir hatten... Spam. Ja, Spam zum Beispiel, ja. Also Zitrum und Bang. Oh, sorry, jetzt hab ich nicht gesagt. Schaut bei ihnen, also kein Hate oder so, aber schaut bei ihnen einfach nicht vorbei. Ich meine, er würde uns das auch nicht gönnen. Also warum sollten wir es gönnen sozusagen? Geht ihr? Aber ist eure Entscheidung, um Gottes Willen. Wir wollen jetzt nicht sagen, geht da auf gar keinen Fall hin. Wenn ihr mal gucken wollt, was er für Videos hochlädt, könnt ihr gerne machen. Wir wollen euch nicht aufhalten. Aber er ist schon lange inaktiv geworden. Also an sich lohnt es sich nicht. Aber ist ja eure Entscheidung, ob ihr da hingehen wollt oder nicht. Ach Mensch, ey. Ja, ja. Sorry Leute, ich dachte, dass der Vlog, also den Vlog, den wir hier drehen, ich dachte, der wird ein bisschen spannender, ein bisschen mehr Action, wie man das aber an bekannteren YouTubern sieht, wie zum Beispiel Luca, also halt aka Korncrafter oder andere YouTuber halt, die da Vlogs hochladen, da sind ja irgendwie auch ihre Videos, also ihre Vlog-Videos so richtig aufregend, richtig geil, also nicht alle, aber
einige. Und ja, und ich dachte, dass es halt auch irgendwie, na, dass in irgendeine Richtung geil wird, irgendwie spannend, irgendwie krass, was weiß ich, aber ja, irgendwie, ja, es ist einfach nur ein Standard-Vlog, was wir gerade so machen. Aber wenn ihr noch mehr von diesem Vlog sehen wollt und vielleicht so ein paar Verbesserungsvorschläge habt, wie zum Beispiel, was wir im Vlog machen sollen, ob wir irgendwo hingehen sollen, ob wir irgendwelche Challenges drehen sollen, können wir ja auch machen. Schreibt das alles in den Kommentaren, wenn ihr zum Beispiel sehen wollt, wie wir einen Vlog drehen und dabei irgendeine Challenge machen. Welche Challenge ist natürlich euch überlassen. Ihr könnt schreiben, welche Challenge wir machen sollen. Das würden wir dann auch machen, also im nächsten Vlog, wenn ihr dann auch nochmal einen Vlog sehen wollt. Und Johann ist immer noch weg. Ich warte noch so lange, weil das Video will ich jetzt auch so langsam mal beenden. Ich weiß, Leute, es war ein kurzer Vlog und irgendwie kamen da irgendwie nur Schnitte und so. Ich hoffe trotzdem, wir können uns da irgendwie irgendwo verzeihen. Weil der Vlog kam doch um 11 Uhr ein bisschen spontan. Ich habe mir einfach gedacht, komm, machen wir nochmal ein Vlog-Video, weil die letzten zwei Vlog-Videos, die wir mal vor, was weiß ich, 4 Jahren hochgeladen haben, ist ja relativ gut bei euch angekommen. Deswegen dachten wir uns, komm, so das Vlog-Video, hoffentlich gefällt es euch. Wie gesagt, ihr könnt in den Kommentaren schreiben, was wir so im Vlog machen sollen. Also, wenn ihr dann nochmal eine Vlog-Folge sehen wollt. Irgendwelche Challenges oder dass wir irgendwo hinfahren, irgendwo hinlaufen oder was weiß ich. Schreibt es in den Kommentaren, wir machen das. Und dann, egal wo. So, gibt es sonst noch was zu sagen? Genau, das Sheshock Live-Video. Ich habe ja mal mit Jürgen, das war vor einigen Tagen gewesen, haben wir ein Sheshock Live-Video hochgeladen. Nicht hochgeladen, sondern aufgenommen. Und heute wird auf jeden Fall das Video noch kommen. Also, kleine Info am Rande. Das Video kommt heute online. Yay! So, noch irgendwas zu erwähnen, irgendwas Wichtiges. Genau, wir haben auch einen Discord-Server, das hat der Jürgen schon im letzten Video erwähnt. Ich würde es aber nochmal kurz und knackig erwähnt haben. Wir haben einen Discord-Server, ihr könnt da gerne mal vorbeischauen. Link ist natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Und ja, was ist? Nope. Genau, ja, ich würde jetzt auch so langsam das Video beenden. Willst du noch unseren Zuschauern noch was sagen? Haut da rein, lasst ein Like und ein Abo da. Von mir war's das. Ciao. Perfekt, das war nochmal ein schönes Ende von dir. Jetzt nochmal ein Ende von mir. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Liken und Abo nicht vergessen. Ne? Und wie erwähnt, ihr könnt auch gerne unseren Discord-Server abchecken. Wie ja schon das zweite Mal erwähnt oder gefühlt schon das tausendste Mal erwähnt. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Checkt da mal ab. Könnt mal gucken, ob euch der Discord-Server gefällt oder nicht. Und ja, und bis zum nächsten Video. Tschüss!